Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus dem Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir haben noch so einen Baum und wir haben hier drei, warte mal, ich nehme noch zwei mit davon. Ich werde da fünf Stück von diesen Gärten, werde ich da jetzt zur Hack veräschen lassen. Hinten in meiner Gärten-Zerhackfleischmaschine. Klingt das richtig? Klingt irgendwie falsch. Ihr wisst doch, was ich meine. So, dass wir da diese Tokens draus kriegen, dass wir dann auch noch wieder Forschung im Bereich Pflanze vornehmen können. Wir haben ziemlich viel von diesen Dingern hier aufgesammelt. Ich denke, das wird an dem Förderband aufreißen liegen. Das können wir dann aber gleich auch noch demnächst nutzen, wenn wir nämlich das Golderz irgendwann mal brauchen. Ich hier zusammenschmeißen, obwohl bis dahin, naja, dann habe ich andere Sachen gemacht. So, wie sieht's denn hier aus? Ah ja. Oh ja, 106, immerhin. Guck mal, 106 neue Militärforschungsfläschchen. Und hier liegen noch zwei und die ganzen Dinger sind voll mit jeweils zwei. Also hätten wir ungefähr 150 Militärfläschchen. Das heißt, da könnte man doch was Militärisches mal erforschen. Was hätten wir denn da Schönes? Ein Energieschild? Nee. Effekt ist das hier Plasma Turret 2 im Bauplan. Na gut, den werde ich so schnell nicht bauen können. Kostet auch zu viele Punkte. Was haben wir hier? Einen Flammenwerfer haben wir hier noch. Lasergeschütze um Feuerrate. Oh, das ist für die Lasergeschütztürme. Die habe ich noch nicht. Was ist das hier? Laser Turrets 2. Okay, die habe ich auch nicht. Was braucht der denn? Polished Saphir, okay, das ist so ein Saphir-Laser. So, was haben wir hier Schönes? Gun Turret MK3. Hm. Nochmal TNT, das ist ein Sprengstoff 2. Ich glaube, das forschen wir mal fix. Dann haben wir da noch ein bisschen anderes Sprengstoffgedöns dabei. So, hier kommt ab und zu auch nochmal was raus. Da habe ich immer noch Angst, dass da irgendwas schief geht. Achso, hier zu dem Garten-Dingsbums Zerschlachter wollte ich hier. Da wollte ich die 5 Temperate Gardens jetzt dazu komplett umfunktionieren hier. Um dort Tokens draus zu machen. Wo ist er hier? 32. Ah, die Samen, die hole ich mir jetzt ja nicht raus. Mir steht die Wahl. Zack. So, und die Samen bringe ich dann auch weg. Und dann werde ich mich oben nochmal auskotzen. Achso, das ging ja schnell, das Forschen. Dann werde ich mich oben nochmal auskotzen. Und dann werde ich noch einmal Kohle komplett in die Eisenproduktion bringen. Muss ich leider tun. Ist leider so. Und dann denke ich mal, da habe ich genügend Filament. Packe ich hier die Kohle ab, ziehe die hier unten durch. Aber mal Abzweige da durchziehe, dann kann ich die endlich hier und dann hier hoch. Dann habe ich die automatisch da. Zumindest kann ich sie hier erstmal zum in Kisten transportieren oder da rein transportieren mit. Ich habe hier ja den Platz, habe ich hier nicht mehr dafür. Naja, gut, ja, ich könnte es hier dran, direkt dran vorbeilegen. Ne? Da müsste nur ein Platz sein. Und dann brauche ich das ja hier hinten auch noch. Da könnte ich es auch direkt noch dran durchlegen. Ach komm. Okay. Ich wollte die Kohle eigentlich nicht dort so extrem lang legen, aber. So, dann komm ich Strom erst mal kurz weg hier. Komm ich mal kurz dahin. Ich habe mir einen Nukleus gezogen, so. Gut, und dann brauche ich hier einen Teiler. Ach, dafür. Einmal die Kohle durchtransportieren. Ich müsste hier eigentlich komplett durchkommen bis ganz hinten. Hier müssen wir uns was überlegen. Haben wir uns was überlegt. Da muss kein Strom sein, da muss kein Strom sein. Das kriegt Strom von der anderen Seite. Okay. Gut, dann müssen wir mal gucken, wo gehe ich denn jetzt hier überhaupt hoch eigentlich? Ich könnte hier, naja. Ich könnte hier hochgehen, aber es ist blöd. Also müsste ich eigentlich, wenn ich könnte doch da einfach erstmal hochgehen und dann. Hier rüber, da. Ah ja, okay. Ist nicht schön. Aber seltsam. Das
müsste das hier überhaupt sein? Ist nicht schön, aber seltsam. Hier unten habe ich irgendeine Produktion abgerissen, ne? So. Gut. Und dann haben wir das auch. So, dann müssen wir jetzt hier unten runter durch. So. Ab nach oben. So, und hier wird es jetzt so ein bisschen knifflig. Dann machen wir es folgendermaßen. So. Was eine Lösung für dieses Problem. Und dann gehen wir auf die Höhe, ich hoffe. So, du kannst da weg. Braucht da keiner. Auf jeden Fall erstmal die Höhe. Gehen wir hier hoch. Oder kann ich hier noch? Da kann ich auch noch hochgehen, okay. Den Zug eigentlich. Was ist das denn für ein Blödsinn? Macht den Zug eigentlich total ad acta oder. Eigentlich zu einer Witzfigur, ne? Naja. Gut. Ach, das war natürlich auch klar. Wenn ich ihn zerkreise, habe ich denn da oben keinen Strom mehr? Hm. Naja, war ja irgendwie zu erwarten, dass sowas passiert. Dass ich wieder den Nukleus ziehe. Der alles mit Strom versorgt. So. Dann geht's weiter hier. So, dann muss ich jetzt. Muss ich lang. Da oben muss ich auch noch unten durch. Dann muss ich hier rein. Also hier muss ich dann mit den ganzen Unterirdischen durchhopsen. Da war mal, wo. Oder ich gehe hier auf dieses Unterirdische erstmal drauf. Machen wir es hier unterirdisch, dann machen wir es hier unterirdisch. Länger aber von hier. Jetzt habe ich keine unterirdischen Fördermänner mehr. Na toll. So. Und dann gehen wir da aber nicht unterirdisch drunter. Davor kommen wir von oben noch dran. Und dann geht es hier weiter erstmal. Aber es muss ja erstmal nur hier sein. So, und dann kriegt der Reinpacker hier, Reinpacker da. Und der kriegt einen Reinpacker hier. Machen wir da einen Strommast hin und. Kaum Platz hier für einen Strommast. Dahin. So. Okay, so. Du holst von da und packst da rein. Du holst von da und packst da rein. Du holst von da und packst da rein. So. Okay. Achso, ich brauche noch einen unterirdischen. Brauche ich nochmal. Muss hier hin nochmal wegholen. Was denn durcheinander? Weil man das alles von vornherein nicht durchgeplant hat, ne? Andersrum. Dann hier rein. So. Und jetzt kommt die Kohle dort an. Hoffentlich. Und wir können sie dort nutzen. Und dann müssten die Dinger hier wieder loslegen. Also das Material jetzt kriegen und dann sollte das auch funktionieren. Gut, dann müssen wir uns ein paar unterirdische Förderbänder holen, damit wir das dann hier vielleicht für das hier hinten auch haben. Noch haben wir da 6K Kohle drin. Aber dass wir das dann früher oder später vielleicht eventuell für diese Seite dort auch mit nutzen können. So, ach, da fehlen noch ein paar Förderbänder, sehe ich gerade.
Sonst wird das hier nichts, ne? So. Gut, dann legen die hier alle los wieder, produzieren fleißig. Sehr schön. Gut. Die Forschung von diesen Militärflächen ist auch durch. Haben wir noch irgendwas Kleines? Was Kleines? Hier 75 Laser-Turrets. Lasergeschütz zum Feuerrate. Ach komm, hier mal Flammenwerfer. Die wir erforschen können. Erforschen wir hier mal fix. So. Ja, dann kommen wir jetzt erstmal zu dem anderen da hinten noch. Beziehungsweise ich bringe jetzt erstmal noch die Samen zurück, die ich jetzt aufgesammelt habe da unten. In unsere andere Kiste. Wir haben auf jeden Fall jetzt die Holzkohle da hoch transportiert. Diese ganze Anlage kann jetzt auch erstmal wieder Freibad produzieren, weil hier jetzt richtig Abfluss ist an Holzkohle. Das fällt richtig auf, dass da jetzt erstmal eine ganze Weile wieder was gemacht werden muss, damit das Band voll liegt. Ja, ist aber schön. Funktioniert. Zeigt aber wirklich, dass unsere die Kohleproduktion noch Kapazitäten nach oben hat. Noch. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Wird nicht mehr lange so sein. Gut. Aber kommen wir nur zu dem, was mir noch auf dem Herzen liegt. Das ist jetzt erstmal die letzte Folge bei dem ganzen Vorproduzieren. Sie müsste am Mittwoch laufen. Ich bin mir nicht ganz sicher, es könnte sein. Wenn ich mich nicht total verrechnet habe. Und wie gesagt, die ganzen Kommentare der letzten 14 Tage, die werde ich dann bis jetzt hier, keine Ahnung, auswerten, gucken, überprüfen und natürlich dann auch bei eklatanten Fehlern sofort mit eingreifen. Wir werden jetzt noch anfangen, hier hinten die Produktion für Gold, den Oberbau zumindest so zu machen, also ab dem Erz. Und dazu müssen wir natürlich den Platz für die Leaching Plants lassen. Das heißt, wir brauchen erstens drei von den Teilen hier, weil wir drei Rohstoffe haben für die Goldproduktion. Das heißt, wir machen jetzt mal ganz kurz eine Abmessung hier. So. Ja, und dann ist das hier sozusagen unser Anfänger. Und da fängt das an. Wir machen hier die Goldproduktion dann hin. Dann brauchen wir jetzt aus unserem Büchlein das Teil hier. Na, was ist es denn? Aus unserem Büchlein. Das Teil hier. So. Das brauchen wir jetzt hier. Das müssen wir dann da mal draufsetzen. So. Und dann müssen wir das gleich nochmal draufsetzen. Nämlich da. So, das wird nämlich unsere Goldproduktion denn hier unten. Die sollte ja dann auch instant damit verbunden sein. Und jetzt müssen wir dann mal ganz kurz gucken, wenn wir hier nochmal den nächsten machen für Nickel. Der müsste dann... außer Reichweite. Der müsste dann hier hinkommen. Dann sehen wir schon, die Dinger, die reichen hier bei weitem nicht, glaube ich. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er. So. Gut, da sehen wir schon, hier die Stromleitung steht im Weg. Das wiederum dürfte jetzt so einige da oben in der Ecke nicht gefallen, aber da müssen wir gleich nochmal gegensteuern. So, dann brauche ich jetzt hier noch den Unterbau. Wo ist er? Ist er wieder? Gut, naja. Geht dran bis an die Kante. Das wird der Nickel. So. Okay. Dann müssen wir jetzt hier bloß den Zwischensetzer machen. So, sehen wir auch, dass das passt, weil das genau ein Abstand dazwischen hat. So, wir haben keinen Kupfer dabei, doch ein bisschen Kupfer haben wir, also können wir so ganz ein Röhrchen machen noch. Dann machen wir das Röhrchen jetzt erstmal. So. Gut, wir brauchen jede Menge davon. Was ist das hier? Das sind immer 16, 32, 48 plus nochmal 32 sind 70, 80 glatt. 80 glatt? Soll ich 10 mal 8? Ernsthaft? Sowas. Wir brauchen 80 und wir haben 40, 59 haben wir. Gucken wir doch mal, wie viel davon noch herstellen können. 15. Und dann geht uns der Kupfer aus. Dann gehen wir mal Kupfer holen, ne? Und dann geht das hier weiter. Dann holen wir uns auch gleich noch die Förderbänder wieder von der einen Fabrik, die 400, weil die gehen hier garantiert auch drauf. Die Knickarmroboter, die Strommasten werden wir ja natürlich dann ersetzen durch die größeren. Lampignons haben wir noch ein paar.
Jo, da geht denn was. Und dann haben wir da die Produktion auch gebaut. Und dann kann hier wieder das Zeug ordentlich was tun. Und dann müssen wir natürlich nach oben irgendwo die Leaching Plants dazwischen bauen. Die haben wir nur noch nicht. Da weiß ich noch gar nicht, welche Größe die haben. Aber wir sehen dann einfach mal so viel Platz vor wie für die. Wo wollte ich hin? Achso. Für die Floating Cells. Also werden wir einfach so einen Floating Cell Platzhalter hinbauen, damit der dann da drin steht. Und dann sollte das ja nicht klappen. So, Förderbänder wollte ich holen. Kupfer wollte ich holen. Gib mir ein wenig Kupfer. So, kann ich 7 Stück machen und zwar ein paar Steine noch. Ja. Was hat geringere Übel, was man mit aufnimmt, ne? Achso, ich habe da hinten eine Kiste mit Backsteinen noch hier. Die muss ich doch mal irgendwann leer machen, damit ich die Kiste mal loswerde hier. So. Das waren ein bisschen viele, aber macht ja erstmal nichts. Achso, warte mal, dann muss ich da drüber. So, 2 Sticks mal rauslegen davon, damit ich dann wieder so ein bisschen anderes aufnehmen kann und dann produzieren wir davon noch ein paar Stück. Hier sind die Chips, die ich brauche. So, 6 Stück, dann geben wir die Eisenplatten aus. Und nochmal 20 Stück. Ich denke, das sollte dann weit reichen. Gut. Okay. Das reicht wirklich weit, glaube ich. Dann gehen wir hier nochmal dran vorbei. Nehmen wir hier die Förderbänder nochmal mit. Wenn wir sie denn schon haben, dann können wir es auch mitnehmen. Gut. Also, wie gesagt, das ist dann jetzt erstmal die letzte Folge von der langen Aufnahmesession, wo ich das hier alles aufnehme. Ich muss dazu gestehen, dass ich die Kommentare vom Dienstag jetzt nicht gelesen habe. Auch wenn es schon spät genug ist und ich es hätte lesen können. Aber ich bin nicht dazu gekommen, beziehungsweise ich habe hier 20.000 andere Probleme, die heute aufgetaucht sind, die eigentlich nicht da sein sollten oder die ich ungern quasi gehabt hätte, aber leider Gottes aufgetreten sind. Ich brauche noch von diesen Kupferrohren, hätte ich ein paar Stück mitnehmen können. Naja gut, dann muss ich die auch mal noch herstellen nachher. Nachträglich. Machen wir uns da auch nochmal 150 oder 200 Stück von. So. Das war mal wieder, also war so ein typisches Urlaubsbeginn mit allen Problemen, die man so haben kann. Ich bin dann jetzt erstmal weg. Hab mich schon angemeldet zum Grillerchen am See. Mit alten Bekannten von ganz frühen Tagen. Oh Gott, da war ich 17, 18, 19, da habe ich mit den Leuten abgehangen. Also das ist sehr, sehr lange her. Aber mal gucken, was dabei rumkommt. Schönes Grillerchen am Teich ist immer gut. Und vielleicht kann man dann auch noch mal ein klein bisschen rausschwimmen oder so. Gucken, ob ich das. Also eigentlich müsste ich hier von alleine oben auf der Wasseroberfläche bleiben, aber ich glaube. Naja, weiß ich nicht. Als Boje kann man mich vielleicht verwenden. Es ist lange her, wo ich. Warte mal. Letztes Jahr war ich letztes Jahr. Doch, letztes Jahr war ich auch schwimmen. Stimmt. Letztes Jahr war ich ja hier in den Teichen schwimmen. Am Geburtstag von einer Freundin. Sind wir da schwimmen gegangen, ja. Stimmt, auffällig. Na guck. Aber ich hoffe, das sieht es hier immer noch mal ein Schwimmerchen. Also ich weiß immer noch, es geht. Kann immer noch. Und wenn es nur Hundepaddeln ist, aber es geht noch. So. Ah, das war auch schönes Schwimmen. Bestimmt. Also Schwimmen ist ein schöner Sport im Übrigen. Also falls ihr irgendeinen Sport sucht und ihr vielleicht eventuell körperlich Gelenkschwierigkeiten habt, ne, geht schwimmen, weil der ist wirklich gelenkschonend, der Sport. Man kann dort wirklich auch sich sehr gut eigentlich verausgaben. Wenn man schwitzt, merkt man es nicht. Ja, weil es ist einem ja sowieso sauwarm. Huch, jetzt habe ich hier was überbaut. Es ist ja sowieso sauwarm die ganze Zeit. Oder beziehungsweise man ist immer im Wasser die ganze Zeit. Das heißt also, man wird hier dann auch wieder geputzt vom Wasser. Oder es wird einem halt eben. Man kommt nach dem Sport und muss sowieso duschen. So, das wollte ich sagen. Und muffelt dann nicht rum. Gibt ja immer so Leute, die dann halt eben dann nach dem Sport dann auch der Meinung sind, so, naja, gut, jetzt habe ich Sport gemacht, jetzt darf auch jeder riechen. Das ist nicht immer sehr vom Vorteil für die Umwelt. Mein Kollege sagt dann immer, man macht dann schlechte Luft. Das kann ich komplett nachvollziehen. Nicht genauso unterschreiben, dass man dann schlechte Luft macht.
Reicht eigentlich jeder zweite aus? Nee, ne? Klappt irgendwas nicht. Reicht jeder zweite aus? So. Dann brauche ich den hier zwischen nicht. Ah, sehr gut. Ja, es reicht sogar jeder zweite aus. Müsste eigentlich hinreichen. Sehr schön. Gut, dann können wir da auch nochmal wieder Improvements machen. Das ist da an der ganzen Geschichte. Jeder zweite Mast reicht aus. Und dann haben wir auch überall Strom. Und dann braucht man, glaube ich, auch den hier in der Mitte nicht, oder? Braucht man den? Doch, den braucht man. Als Übergang für Strom braucht man den. Na gut, okay. Das war nicht weiter schlimm. So, dann kann man diese ganze Sache hier dann auch schon wieder neu als Blueprint nehmen mit den neuen Stromkonzept. Sehr gut, weil diese Holzmasten, die wollte ich ja nicht nochmal herstellen. Sehr gut, okay. Genug gelabert, die Zeit ist um. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Ich, wie gesagt, bin jetzt erstmal weg für ein paar Tage. Werde wahrscheinlich die Kommentare on demand lesen, also weil ich, im Internet habe ich ja. Und am Handy wird es mir auch ab und zu angezeigt, wenn da mal ein Kommentar kommt. Habe ich dann nebengestellt, okay. Nicht immer, das habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Warum denn da nicht immer mal wieder der Kommentar direkt angezeigt wird. Oh, gut, wer versteht schon die moderne Technik. Da muss ja nicht immer alles glatt gehen, aber es gibt es. So, und ja, ich bin da auch so ein bisschen im Nirvana, was Handyempfang angeht. Also das gibt's dort, das ist dort nach Hexenberg, die neue Technologie. Aber das werden wir dann, oder das werde ich dann trotzdem, muss mal gucken, wie ich das mit meinen Handy-Games mache. Oh Gott. Jetzt. Naja gut, die Lücke weiß ich, wo man die zu schließen habe. Das weiß ich noch nicht, weil das geht immer so schlecht. Also es ist auch immer so ein bisschen, ja, ich habe eine ganze Weile Pokémon Go gespielt. Und das war sozusagen dort immer einfach nicht, schlichtweg nicht möglich, dieses Spiel zu spielen. Jetzt müssen wir Strom wieder hier oben haben. Da es keinen Empfang dort gibt, so in der freien Wildbahn. Das ist wirklich absolutes Nirvana, wo ich daher komme, was das angeht. Das ärgert mich auch sehr, weil eigentlich ist die Gegend recht hübsch. Ich bin da gerne, aber gut, das sagt dann nicht jeder von seiner Heimat. Und ich habe da auch nur gute Erinnerungen dran. Und ich, wenn ich mal Kinder haben sollte, Gott bewahre, aber könnte ja passieren, dann möchte ich auch gerne, dass meine Kinder in der Gegend groß werden. Aber gut. Dann muss sie halt an dann Oma und Opa abschieben. Dann werden sie da auch groß. Alles klar. Haben wir 80 Stück davon? Oh ja, wir haben sogar 97 davon. Sehr gut. Damit können wir hier erstmal arbeiten. Und dann wird dann das hier unten alles vollgebaut. Und dann geht das los hier. Wie gesagt, hier an der Stelle müssen wir dann nochmal nach oben ausbauen. Dass das hier nochmal mit diesem Bereich einmal nach oben geht. Die Floating Cells brauchen wir da nochmal. Da brauchen wir, glaube ich, die komische andere Flüssigkeit. Dieses, wie heißt denn das? Das ist aus drei Sachen hergestellt. Wo sind die Gase? Da. Nee. Hier? Nee, hier sind bloß die eingeflaschten Gase. Wo finde ich denn die Gase, die ich dazu der Herstellung brauche? Warte, wir könnten einfach mal rein in der Herstellung von Gold. Wenn ich. Nee. Wenn ich Gold herstellen möchte, brauche ich Molten Gold, Ingot. Da brauche ich das für und da brauche ich das für. Hier ist Sulfuric Acid, braucht er. Okay. Das geht noch. Ah, hier dieses Hydrochloride Acid. Genau, die muss ich dann machen. Und da brauche ich, das weiß ich nicht ganz genau. Da müssen wir mal gucken, wo wir die denn herkriegen hier. Momentan können wir das Proofhead. Achso, das geht ja einfach. Okay. Das ist ja nicht mehr das Schlimme. Hydrogenchloridgas und ein bisschen Purified Water, weil das können wir ja herstellen hier. Das haben wir, glaube ich, schon. Ne? Chlorin, Hydrogengas. Das stellen wir da unten ja her. Das machen wir einfach dazu wieder. Sehr gut, okay. Gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.